Grüß Gott und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nach meinem letzten Video, es ist vollbracht, ist eine Pause eingetreten. Ich habe irgendwie gemerkt, die Luft war raus und ich brauchte eine Zeit des Rückzugs. Ich stelle fest, ich bin offensichtlich nicht die Einzige. Ich habe das ja auch bei Sunny festgestellt, dass er sich ja ein bisschen jetzt, wo das alles auf dem guten Weg ist, dass er sich auch ein bisschen zurückgezogen hatte. Und ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Das ist dann nicht unbedingt bewusst geplant, sondern ja, ich würde mal sagen, das ist, was passiert, wenn wir im Feld sind, wenn wir verbunden sind. Ich habe gestern mit Sunny gemeinsam und mit Martin von Engelsburger Neuigkeiten und mit Felix Kramer einen Podcast gemacht. Ich glaube, er wird gerade bearbeitet. Ich denke, ihr werdet ihn bei Martin von den Engelsburger Neuigkeiten finden. Ihr werdet ihn sicher auch bei Sunny finden. Und ich gebe natürlich den Link drunter. Und ich hatte auch einen Podcast gemacht mit Falco. Den Link gebe ich auch drunter. Einfach zu zweit, nur Falco und ich. Ja, und in diesem Podcast gestern mit Franz Hörmann. Da hat Franz Hörmann etwas gesagt. Vieles hat er. Er war nur eine Stunde dabei, er musste dann weg. Aber in der Stunde war sehr, sehr viel wichtige Nachricht, die er uns mitgegeben hat. Eine davon war, dass wir uns fragen können, ja, woher beziehen wir denn Beweise oder woher wissen wir denn, ob etwas die Wahrheit ist oder nicht? Wie können wir das denn wissen? Und er hat mehrere Faktoren angeführt und unter anderem natürlich dieses Innere, also der Unterschied zwischen Wissen, Glauben und Information, ich glaube, oder Hoffnung, ich weiß jetzt nicht mehr, was das dritte war. Auf jeden Fall darum geht es ja hier jetzt schon die ganze Zeit. Und ja, okay, wir können natürlich Informationen von außen bekommen. Das sind dann oft auch Indizien, ne? Wir können von all diesen Informationen die Punkte verbinden und sie ergeben ein Bild. Ich sage immer, die Handschrift lernen von jemandem, ne? Also die Handschrift des Bösen oder die Handschrift des guten Vaters, die Handschrift der guten Mutter, die Handschrift des weisen Alten, ich nenne jetzt einfach nur irgendwas, ne? Oder die Handschrift des Bösen, das sind verschiedene Handschriften. Und das heißt, wenn wir die Punkte verbinden, ergibt das entweder in die eine Richtung ein kohärentes Bild oder in der anderen Richtung. Ich kann euch aber nur versichern, dass das, was uns immer eingeredet wird, nämlich dass das alles wie diese Mikado-Stäbchen, die auseinanderfallen, reiner Zufall ist und das nichts miteinander zu tun hat, das ist, was sie uns glauben lassen wollen. Das heißt, wenn jetzt so viel Desinformation im Umlauf ist, wo es heißt, das hat ja alles gar nichts zu bedeuten und ihr redet euch das nur ein oder ihr redet es euch schön oder ihr was auch immer, ne? Dann ist das ein Teil dieser Desinformation. Und wenn wir uns fragen, woher kommt unser Wissen? Er lernt ein Vater seinem Kind Radfahren. Also ich kann euch versichern, dass es mit Sicherheit nicht etwas ist, was ich mir einrede. Das weiß ich deswegen, weil ich mir mindestens 30 Jahre meines Lebens das Gegenteil eingeredet habe. Wenn ich ein bisschen so resümiere, ne, mit Anfang 20 habe ich mich auf den spirituellen Weg begeben und habe also, ja, natürlich wie viele andere auch, sehr, sehr viel Ausbildungen und Selbsterfahrung gemacht und ja, Wissen angesammelt und war sehr, sehr stark in diesem spirituellen Raum. Aber halt auch in dem esoterischen Raum. Ich würde mal sagen, in keiner Zeit habe ich so sehr geschlafen wie in diesen 30 Jahren, kann man sagen. Weil ich einfach ganz, ganz viel ausgeblendet habe und mir die Welt schon ein bisschen auch oder gerne das geglaubt habe, wie man mir die Welt präsentiert hat. Ja.
Und jetzt, wo ich genauer hinschaue, ne, was ist wirklich dahinter? Bekomme ich so viele Informationen und diese Informationen decken sich mit dem, was in mir als Wissen schon immer da war, mit dem, was ich ahne, was ich weiß, was ich mich erinnere. Aber vor allem ergeben sie, wenn man sie miteinander verbindet, wenn man alle diese Punkte verbindet, ergeben sie ein so kohärentes Bild. Auf völlig unterschiedliche Art. Ich kann von da hingehen oder von da. Ich kann es auf so vielerlei Arten, ich sag jetzt mal beweisen. Das finde ich nämlich recht lustig, weil das kommt oft so, ne? Die Frage, wie kannst du das beweisen? Und wenn ich natürlich hier einen Weg seit Jahren gehe und euch damit mitgenommen habe, und dann kommt jemand jetzt rein von außen und hat meine ganzen anderen Videos nicht gesehen und fragt dann, ja, wie kannst du das beweisen? Ich bin an einem Punkt, wo ich überhaupt nichts mehr beweisen möchte und will und auch nicht muss. Und dann kann ich diejenigen nur verweisen auf andere Videos, die sich irgendwie damit beschäftigen, mit denjenigen, die gerade einsteigen. Oder sie folgen mir und vertrauen mir einfach und folgen ihrer Intuition auch und überprüfen das mit anderen. Im Moment entsteht so viel Chaos, weil wir verschiedene Narrative haben und diese Narrative werden im Moment so gepusht, dass es ganz leicht ist, sich da wirklich verrückt zu machen. Ich habe das mal aufgezeigt, ne, mit diesen drei Strängen. Wir haben hier, natürlich haben wir das, was uns offensichtlich präsentiert wird, ne, in den Mainstream-Media, das ist dieser Corona-Wahnsinn. Ne? Das ist, was die Medien, was die Regierungen oder größtenteils die Regierungen, was sie uns hier präsentieren. Ne? Das ist dieser Corona-Strang. Die Menschen, die nur dem folgen, also nur der Tagesschau und so weiter, die haben natürlich vor allem Angst. Ne? Die schützen sich mit Mundschutz und wollen nichts verkehrt machen, wollen keine Strafe zahlen, fürchten um ihren Job und denken sich, oh, die ganze Wirtschaft geht jetzt den Bach runter und was wird nun? Ja? Das sind die, die nur dem hier folgen. Dann gibt es aber die, die natürlich den ganzen Alternativen folgen, die jetzt sagen, oh, jetzt kommt die NWO. Ich würde mal sagen, das ist das Gegending, ja. Die machen den Gegenpart, ja. Das ist die NWO-Schiene. Das sind die Alternativen, die sagen, oh Leute, ganz schlimm, weil jetzt kommt die neue Weltordnung und jetzt werden wir gechippt und geimpft und so weiter. Das heißt, die, die denen folgen, haben auch Angst. So. Und wer sind die, die jetzt ganz entspannt sein können? Wer sind die, die hier durchsurfen können und genau wissen, dass alles gut ist? Ja, das sind die, und da muss ich leider sagen, das hat fast schon Ausschließlichkeitswert. Ich glaube, die einzige, also okay, nein, anders. Vielleicht sind manche hier in der Mitte, die eher so ziemlich hart gesotten sind, mit einer dicken Haut, die nichts kümmert, die nichts tangiert. Die sozusagen weiterschlafen, ne? Das ist dann das Murmeltier, ne? Ja. Aber diejenigen, die wach sind und da ganz entspannt, da würde ich mal sagen, das sind fast ausschließlich die, die den Plan kennen, die das 5D-Schach von Donald Trump begreifen, die begreifen, wie Trump und Putin und Xi Jinping ineinander greifen, die Coup verfolgen und und diesen ganzen Plan einfach begreifen. Und dieser Plan entwickelt sich oder er realisiert sich auf eine sehr, sehr langsame, aber sehr, sehr kohärente Art. Und ich kann hier total mich zurücklehnen und mich entspannen und zu euch sagen, ihr könnt euch auch zurücklehnen und entspannen, weil ich weiß, dass alles gut ist. Ich kann euch nicht genau sagen, wie es abläuft, logisch. Aber es ist sehr, sehr deutlich, dass alles gut ist. Wir erleben nicht, wie wir es gedacht haben, in einer Nacht- und Nebelaktion, dass ein Zugriff erfolgt und das ganze Land in Aufruhr ist. Nein, es passiert ganz langsam. Und ich begreife mittlerweile, was der Plan ist. Es ist ein bisschen wie mit Pontius und Pilatus. Als die Juden den Tod von Jesus forderten,
hat Pontius mehrmal nachgefragt, ja, wollt ihr das wirklich? Wollt ihr das wirklich? Und ja, okay, gut, dann ihr wollt es, nicht ich. Und ähnlich passiert das jetzt. Wir erleben, dass zuerst die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, vorgeführt wurde. Und zwar, und das ist jetzt ganz wichtig, das kommt nicht in den Massenmedien. Das kommt in den Alternativen. Es wird durchgesickert. Die Informationen sickern durch. Und wir bekommen zuerst Informationen über die WHO, über das Koch-Institut, über, ja, das Rote Kreuz war auch mal dabei, ja, viele Organisationen. Und dann kommt erst Bill Gates, ne, auf den Plan. Und wir verbinden die Punkte, weil wir zuvor bereits über Epstein Bescheid wussten und jetzt checken, dass auch die Normalbürger, ah, es gibt eine Verbindung von Epstein, der englischen Krone und Bill Gates, der gesamten Gesundheitspolitik, mit der Impfpolitik, mit der Nahrungsmittelpolitik, Nahrungsmittelorganisationen und mit der Politik im Allgemeinen. Und es kommen Werbungen, ne, von Marina Abramovic, wer weiß, wer das online gestellt hat. Es ist eine Werbung von Microsoft über diese Satanistin Marina Abramovic präsentiert das. Und die Menschen wachen auf, ne, und schicken Protest-Posts an seine Instagram-Seite. Ne? Die Menschen wachen langsam auf. Und jetzt als nächstes, ne, merken wir, ah, es wird ein Coup-Post, kommt raus und wir sehen wieder einmal dieses Verhaftungsbild aus dem Trump-Zug, Trump-Train, und wo die alle hinter Gitter sind. Und wir merken, dass Brennan fehlt. Obama wird abgebildet mit einem roten Blutring, den haben wir auch vorher gesehen, und zwar auf dieser Comfort, ich glaube es war die Comfort, auf einem dieser Schiffe haben wir einen Patienten gesehen, der einen dieser roten Blutringe trägt, und alle haben sich gefragt, was ist das für ein Ring, und dann haben die Anna uns berichtet über den Ring, und jetzt sehen wir diesen Ring auf Obamas Schulter, und wir sehen, dass Brennan fehlt, und wir können uns denken, ah, okay, es passiert langsam, schleichend, wie bei den 10 kleinen Negerlein. Einer nach dem anderen verschwindet, so wie als erstes der No-Name John McCain verschwunden ist. Das heißt, es passiert ganz anders, als wir es gedacht haben. Aber wer hätte sich denn bitteschön vor einem halben Jahr gedacht, dass die ganze Fed in den Händen von Trump ist, dass die WHO ihre Eier verliert, kann man das so sagen? Oder nein, ihren Zugang, ihre Quelle verliert, ne? Dass sie nicht mehr, es wird ihnen das Geld ausgehen. Sie sind alle auf Entzug, sie haben alle keinen Nachschub mehr in jeder Hinsicht. Sie werden ausgetrocknet. Und was dann passiert ist, dass die Ratten das sinkende Schiff verlassen und dass die Ratten zutage kommen, aufgescheucht sind. Und dann kann man die Ratten, ja, einfangen. Oder was auch immer. Das heißt, wer mir noch schreibt, aber von wegen, es passiert doch nichts. Ich sage hier mal, ich kann auf das ohnehin nicht mehr eingehen. Ich muss euch leider sagen, also so sehr, ich bin überwältigt von eurer Großzügigkeit und von eurer Bezeugung, von Würdigung und Zuneigung und Wertschätzung, unglaublich, also sowohl in finanzieller Hinsicht, aber auch auf energetischer Ebene. Es ist nur so, ich kann leider die E-Mails nicht mehr beantworten, vor allem nicht, wenn sie so unglaublich lang sind. Ich schaffe es nicht mehr, sie bleiben alle liegen, ich muss sie löschen, es quillt alles über. Das heißt, es funktioniert leider nicht. Und leider Gottes auch, indem es jetzt, ich glaube 150.000, ich habe gar nicht geschaut, ich schaue auf sowas nicht, aber wir haben so viel Zuwachs jetzt hier, so viel Neuzugang und damit so viele Kommentare, dass ich mir sehr schwer tue, die zu bedienen. Und mir ist bewusst, dass ganz viele von denen, die hier wirklich schlimme Sachen drunter schreiben, Trolls sind, ne, Bots sind, die sich verselbstständigen. Und soweit es mir möglich ist, lösche ich sie raus, weil ich gerne den Chat offen lassen möchte und mir auch wünsche, dass das ein Feld ist, ein schönes Feld. Und deswegen bin ich auch rigoros, das ist kein Debattierclub. Hier kann nicht jeder irgendwie seinen Haufen unten hinsetzen und sagen, du bist ja nicht kritikfähig, wenn ich den Haufen weglösche.
Das ist ein Kanal, der sich, der genau denen eine Plattform bieten möchte, die sonst kein Gehör finden, die sonst sich nicht austauschen können. Und die, die unbedingt meinen, hier in den Kontroversen sich verstricken zu wollen, in der Kritik und so weiter, da gibt es genügend andere Kanäle. 95% oder 98% der Kanäle bedienen das. Da könnt ihr euch dort tummeln. Aber ich lösche euch raus, nur dass ich mittlerweile nicht sicher sein kann, dass ich alle erwische. Ja, also wenn mich da jemand darauf hinweisen will, dann lösche ich das natürlich gerne, ne, unten raus, wenn mir was entgeht, weil das ist mittlerweile leider, ich kann das nicht mehr bedienen. Ja, aber es geht eben darum, die mitzunehmen, die hier einen Ort des Friedens suchen. Ich habe auf meiner Webseite, habe ich meinen Kanal oder meinen Garten mit dem Hortus Conclusus verglichen. Ich mache meine Videos nicht umsonst hier im Garten. Das ist der Hortus Conclusus. Hortus Conclusus ist ein im Persischen ein kleiner, umzäunter Garten, in dem das Wasser fließen kann, in dem die Energien sich ausbreiten können. Ein Paradies, ein Garten Eden. Garten Eden ist das Wasser und das Paradies ist dieser kleine, umzäunte Garten. Und so mache ich meine Videos hier. Und es ist mir wichtig, dass diese Energie sich vor allem als Energie hin zu euch bewegt, dass es etwas ist, was sich ausbreitet. Und das kann es nur, wenn es rein bleibt. Ich lege keinen Wert auf Diskussionen und auf Kontroversen, das ist mein Blick und ich präsentiere hier meinen Blick. Und wer dem nicht folgen will, kann weiterklicken. Und wer unbedingt meint, hier das Gift unten platzieren zu müssen, das überall ansonsten ohnehin vorhanden ist, dieses zweifelnde Gift, der muss damit rechnen, dass ich ihn rauslösche. Es ist alternativlos, sagte doch die komische. Egal. Sie haben uns ja nicht umsonst auch unsere Sprache genommen, ne? Ja, ich kann euch versichern, dass alles gut läuft. Und wer sich jetzt natürlich fragt, und ich weiß schon, dass ihr das jetzt sagen werdet, ja, aber das schwappt doch so hoch und da ist doch jetzt diese Rechtsanwältin ist doch jetzt verhaftet worden oder in die Klapse gesteckt worden. Ich habe von Anfang an, also ich lege keinen Wert, dass mir das alles zugeschickt wird, ne? Jede Sau, die durchs Dorf getrieben wird, wird sofort aufgegriffen und der Emotionalkörper, über den ich den dreistündigen Okitalk gemacht habe, ne, der Link ist hier drunter, also darüber habe ich ja genügend gemacht, ne, und sie haben euch sofort wieder bei den Eiern mit ihrem Wahnsinn, ne, oh, da ist was ganz Schlimmes passiert und alle stürzen sich drauf und vor allem die alternative Szene stürzt sich drauf, es wird sofort weitergegeben, weiter getweetet und so weiter. Und Petitionen und unterschreiben und geht auf die Straße und auf die Barrikaden und es passiert was ganz Schlimmes und der ganze Drama, ja, Drama-Aspekt wird gekitzelt, ne, wird gekitzelt, an den Eiern gekitzelt, ne. Das ist etwas so Schlimmes, ich kann euch das gar nicht sagen, wie schlimm das ist. Damit hatten sie uns seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, haben sie uns damit getriggert. Ein Drama nach dem anderen, eine Katastrophe nach der anderen. Wisst ihr, die Dinge, die wirklich, wirklich ganz tief uns bewegen sollten, die sind sehr still. Die sind sehr still, da brauchen wir gar nicht herumschreien und uns die Haare raufen und alle verrückt machen. Da werden wir meistens ganz still. Ja, also wie sich ja herausstellt, ist das eine Spiegelautorin und ich weiß nicht was noch alles. Also das ist eine klassische False Flag Attacke, eine klassische Irreführung. Ne? Ihr werdet vollkommen girr gemacht. Aber, und jetzt könnt ihr mich natürlich fragen, ja wenn doch der Plan so toll ist, wieso lassen Sie denn dann das zu und wieso lassen Sie das zu? Ne? Wieso lassen Sie die seismologischen Ausschläge in beiden Richtungen zu? Und ich habe mich das auch gefragt. Ich habe natürlich genauso wenig wie andere das mit dem Corona von Anfang an richtig einschätzen können. Mir war klar, es ist ein trojanisches Pferd. Aber was mir nicht klar war, ist, wer ist in dem Pferd? Beziehungsweise, wer hat die Steuerung über das Pferd? Heute würde ich sagen, dass ich vermute, das trojanische Pferd ist
also der Coronavirus ist vom Deep State in die Welt gesetzt worden, so wie Bill Gates es heute sagt, um alle zwangs zu impfen, um sie zu eliminieren, um sie zu bechippen und was weiß ich. Die Whiteheads wussten über diesen Plan Bescheid, haben sie aber machen lassen, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Wir können davon ausgehen. So, jetzt wurde ich wieder unterbrochen. Also, wir können davon ausgehen, dass sie natürlich das Ganze nicht mit irgendeinem tödlichen Virus laufen haben lassen, sondern dass es hier ein abgewandelter Plan weiter seinen Lauf nimmt, sodass viele glauben, dass der Deep State vor allem glaubt, weiterhin die Kontrolle darüber zu haben. Das heißt also, das trojanische Pferd sie haben sie gelassen, sodass sie tatsächlich das umsetzen konnten. Aber es ist wie wenn man ein kleines Kind machen lässt. Man lässt es so weit lassen, bis es notwendig ist, einzuschreiten. Solange es nicht notwendig ist, wird die Simulation laufen gelassen. Und zwar warum? Damit ihr aufwacht. Ich meine ihr, natürlich nicht ihr, die ja eh schon aufgewacht sind, sondern damit die restlichen 90% aufwachen. Oder vielleicht niemals 90, denn es werden mit Sicherheit immer ein gewisser Prozentsatz sein, die alles mitmachen würden. Ne? Das ist so ähnlich wie mit diesem Experiment, das ihr ja alle kennt, mit den Stromstößen, ne? Wo es einfach welche gab, die, das kennt ihr ja, dieses berühmte Experiment an der Universität, wo es welche gab, die Stromstöße so weit hochgejagt haben, dass es tödlich gewesen wäre, nur dass natürlich kein Strom drinnen war. Und ich denke, so ähnlich läuft das jetzt auch. Sie lassen sie ihr Narrativ durchziehen, sie lassen sie ihren Plan weiterverfolgen und wir werden damit bombardiert, solange wir die Nachrichten schauen oder solange wir diese alternativen Medien schauen, die die Angst schüren. Denn dieser Angstporno, das ist einfach wichtig zu wissen, der Angstporno läuft auf beiden Seiten, in der Tagesschau, in den Regierungen und so weiter. Und bei den Alternativen. Er läuft von zwei Seiten. Und wenn ihr euch natürlich in der Mitte befindet und nicht versteht, was hier passiert, dann fühlt ihr euch eingekesselt zwischen Pest und Cholera. Ne? Wenn man allerdings weiß, dass es ist für mich keine Frage, dass die Whiteheads, dass Trump, Putin, Xi Jinping und wer auch immer noch aller dazugehört, die Oberhand hier haben oder nicht nur die Oberhand, sondern dass das alles längst entschieden ist, dass das so gesehen schon gegessen ist, das ist für mich keine Frage. Aber es nutzt nichts, wenn die Bevölkerung es nicht begreift. Trump kann nicht Zwangsmaßnahmen hier durchsetzen und die gesamte Bevölkerung gegen sich haben. Das geht einfach nicht. Sie müssen aufwachen. Und zum Aufwachen gehört natürlich dazu, zu begreifen, dass diese ganzen Staaten, von denen wir gedacht haben, wir sind das Volk und wir haben sie gewählt und wir sagen ihnen, was sie zu tun haben, dass das natürlich überhaupt nicht stimmt, sondern dass das alles private Firmen sind, die sich da wählen haben lassen, dass es eine Scheinsimulation ist von lauter Institutionen, wie sie alle heißen. Hier oben habt ihr die Parteien, ne? Da habt ihr die Bürgermeister, die Regierungen drunter, ne, die vereinzelten Institute. Oben habt ihr irgendwie ursprünglich mal 13 Blutfamilien oder manche sagen auch nur 4 und jetzt sind es aber nur noch 3. Es ist mir ziemlich egal, ob das jetzt die Rothschilds oder die Rockefellers sind oder ob es da oben drüber dann noch eine Steuerung gibt. Es ist ziemlich egal, aber einfach zu begreifen, dass wir hier diese Simulation haben, die hier eine Staatssimulation bilden und alles, was wir gedacht haben, ne, die Menschen, die hier unten gedacht haben, oh, ich spende dem Roten Kreuz, ich spende UNICEF, ich spende dem WWF, das sind alles Institutionen von dieser Staatssimulation, von dieser Privatfirma, deren einziges Zweck es ist, euch auszunehmen, sich durch euch zu ernähren, sich mit eurer Hilfe zu ernähren, sich Fett zu fressen, wie die Made im Speck und eine Parallelwelt zu kreieren, die ich euch ja mehrmals schon aufgezeigt habe. Das heißt also, das zu entlarven, das ist, worum es jetzt geht. Und das ist keine Kleinigkeit. Und wenn Trump schon bei der WHO angelangt ist,
Und die EU, ich meine, schaut euch mal an, die EU, die UNO, die NATO, sie werden alle dismantled, wie man im Englischen sagt. Das heißt, es wird ihnen der Mantel ausgezogen und sie stehen nackt da. Der Kaiser steht nackt da und es wird klar, dass es kein Kaiser ist. Ne? Das heißt, das braucht seine Zeit und es nimmt jetzt seinen Lauf. Und wir wissen, dass in Amerika Trump es schon offen ausgesprochen hat. Ne? Es war mir eine Ehre, euer Präsident gewesen zu sein. Und er steht nicht mehr vor dem Präsidentensiegel. Er hat nicht mehr, er hat es gewechselt. Ne? Es ist klar, er war der Vorstand einer insolventen Firma namens US. Ich verwechsel das immer mit, das eine ist USA und ich, okay, das verwechsel ich immer, aber es ist egal. Er war der Vorstand oder er ist der Vorstand oder er hat die Insolvenz abgewickelt, ne? Und er ist, das ist ja auch seine Kernkompetenz, deswegen haben sie ihn ja auch geholt. Ne? Er ist ein genialer Insolvenzabwickler und er hat eine Firma übernommen, die insolvent war, nicht als einzige. Ne? Also die BRD ist genauso insolvent, alle Firmen, die EU, alle diese Firmen sind insolvent. Und das hat Trump auf die Spitze getrieben. Und er hat diese Insolvenz abgewickelt oder er wickelt sie ab. Und jetzt wird sich entscheiden. Ne? Das eine ist die Firma. Das eine ist Washington DC. Ne? Washington DC. Virginia. Also das ist die Firma, ja. Washington DC, ja. Okay. Das ist extra, das ist die Firma. Und das andere sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Und das hier, ja, das war diese insolvente Firma, die denen das hier alles gehört hat. Und das ist jetzt zu Ende, das hat er gesagt. Und er hat gesagt, er wird eine Entscheidung treffen und er wird sie uns wissen lassen und es wird eine sehr schwierige Entscheidung sein. Aber die hier, diese ganzen Staaten, wenn sie vereint sind und wieder unabhängig sind, dann brauchen sie einen Präsidenten, dann brauchen sie nicht einen Insolvenzverwalter. Ne? Vor allem, wenn diese Firma gerade ja, tatsächlich runtergefahren wird. Ne? Dann braucht es einen Präsidenten. Und die Frage ist, wird das Donald Trump sein? Oder ist das dieses berühmte Foto, was wir gesehen haben auf dem Twitter-Account von dem Weißen Haus, wo wir erkennen, dass da wahrscheinlich JFK Jr. mit der Carolyn Bessette auf der Seite des Triebwerks steht. Das sind natürlich, ja, es sind Spekulationen, aber es gibt schon sehr, sehr viele Hinweise und wir bekommen, es wird jetzt überall, genau wie mit Kuh, wird das jetzt mit uns gemacht. Wir bekommen Brotkrümen hin, wir bekommen Hinweise und diese Hinweise mehren sich und mehren sich. Sie werden immer mehr. So weit, wie Kuh es gesagt hat, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit und wie oft muss es passieren, dass es quasi unmöglich ist. Also wir bekommen jetzt so viele unabhängige Hinweise auf das, was passiert, dass wir nicht mehr von einem Zufall ausgehen können, abgesehen davon, dass ich sowieso nicht an Zufälle glaube, sondern mir einfach bewusst ist, dass das alles von Anfang an ein Spiel, ein geplantes Spiel war. Und natürlich verunsichert das manche oder verwirrt das manche, weil sich die Whiteheads und vor allem Donald Trump genau dieser Methoden bedienen, denen sich der Deep State bedient hat. Das ist die Art of War, das ist die Kunst des Krieges, du benutzt die Waffen des Feindes und verwendest sie gegen ihn. Und da musst du gar nicht so viel tun. Und das ist deutlich sichtbar, wenn immer die Leute so in diesem alten Weltbild so verhaftet sind. Ne? Es passiert ja nichts, weil nicht das passiert, was sie sich erwarten, weil ihre Erwartungshaltung nicht befriedigt wird. Aber ihre Erwartung geht immer nur von dem aus, was sie bis jetzt erlebt haben, was sie bis jetzt begriffen haben, was sie bis jetzt verstanden haben, von ihrem bisherigen Weltbild. Das heißt also, wir können das morgen nicht mit den Mitteln von gestern begreifen oder gar konstruieren oder geschehen, sich entwickeln lassen. Dann machen wir genau dasselbe wie in der alten Welt. Das heißt also, diejenigen, die immer sagen, es passiert nichts, nur weil nicht das passiert, was sie sich vorstellen, da kann ich nur sagen, seid ganz ruhig, seid jetzt ganz ruhig, macht euch nicht zum Idioten. In dieser geschichtlichen Stunde. Ich habe es immer wieder gesagt. Schaut, wo wollt ihr euch befinden?
Wollt ihr euch bei den Hühnern befinden, die alle verrückt gemacht haben? Wollt ihr euch bei den Idioten befinden, die den Tagesschau und den Regierungssprechern alles glauben? Oder wollt ihr in eurer Mitte ruhen? Denn das ist das Einzige, worum es jetzt geht, in eurer Mitte zu ruhen. Und wir wissen, dass das die Hauptmethode des Deep States war, uns permanent aus der Mitte herauszuholen. Das hat gestern Martin auch so schön gesagt von den Engelsburger Neuigkeiten. Der hat das gestern auch gesagt. Ne? Es ist ihr Ziel, uns immer aus der Mitte herauszuholen. Und es gibt keinen Grund dazu. Und wisst ihr, so vieles ist so dumm. Ne? Wenn ich hier sage, ich weiß nicht, ob Kurz ein Deep Stater ist, der gedreht ist, ob er ein Wittelsbacher ist, vielleicht ein Nachfahre von König Ludwig II. Aufgrund seiner Ohren. Und vielleicht hier von Anfang an ein doppeltes Spiel gespielt hat oder ob er von Trump überzeugt wurde. Ich habe von Anfang an gesagt, ich weiß es nicht. Deswegen hört auf, mir diese Blödsinnigkeiten zuzuschicken von wegen, ja, aber der war ja mit Horst Soros und der hat ja fürs Impfen. Ja klar, jeder hat so viel schon mal gesagt. Die Frage ist, was passiert am Ende? Ich sage euch etwas, es passiert nichts von alledem am Ende. Es wird niemand gechippt, es wird niemand zwangsgeimpft, aber die Frage ist, was hat wer gesagt? Wie hat jemand darauf reagiert? Was ist Täuschung und was ist echt? Ich kann es euch nicht sagen, ich weiß nur, er ist gut mit Putin und er ist gut mit den Visegrad-Staaten und er war bei Trump. Ja, okay, und dazwischen hat er viel Scheiße gemacht. Ich habe ihn auch kritisiert wegen der Ibiza-Geschichte. Ne? Ja, aber auf lange Sicht weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Also hört auf, mir was unterzujubeln, die Kritiker, die dann sagen, ja, wie kannst du nur? Wie kannst du nur? Ja, ja, die Empörung ist vielerorts sehr, sehr groß und sie versuchen euch permanent irgendwo hinzuschieben und so hinzudrücken und sie versuchen mich irgendwo hinzudrücken und so hinzuschieben. Und ich kann nur sagen, es wird nicht gelingen. Niemand schiebt mich irgendwo hin oder drückt mich irgendwo hin. Im Zweifelsfall drücke ich nämlich den Button, den Delete-Button. Ja, aber darauf will ich gar nicht so viel Zeit verschwenden. Ich will euch nur sagen, ihr lieben Treuen, die ihr mir so lang folgt und ihr lieben neu dazugekommenen, die ihr euch vielleicht wundert, was redet die da? Weil sie vielleicht nicht verstehen, weil sie meine früheren Videos nicht kennen. Ich kann euch nur sagen, bleibt einfach bei euch. Sucht eure eigene Wahrheit und schaut, womit ihr in Resonanz geht. Und es sind nicht so viele, es werden immer mehr, das freut mich, aber es sind nicht so viele. Wir waren, ganz lange waren wir nur eine Handvoll. Ne? Da war der Sunny, von dem ich ganz lange nicht verstanden hatte, was seine Position ist, weil er war ja relativ neutral in seinen Nachrichten. Und dann bin ich eines Tages auf Falko Stölzer gestoßen und war sowas von erstaunt, sowas in Deutschland hier endlich einmal zu finden, weil ich hatte bis dahin nur mich mit den Amerikanern beschäftigt, weil ich gedacht habe, die Deutschen, das kannst du ja vergessen, die deutschen Alternativen, die alle irgendwie Trump-Hater und waren und nicht verstanden haben, was hier abgeht, den Plan überhaupt nicht gecheckt haben. Das hat mich sowas von überhaupt nicht interessiert. Und dann bin ich auf Falko Stölzer getroffen und das war so eine Quelle, ein Schatz, so eine Goldquelle. Ich war so, wow, endlich mal einer, der es kapiert hat. Ne? Das hat mich so gefreut, auch wenn er von ganz anderer Seite kommt, ne? Aber nicht auch, also gerade weil, es ist wunderbar, wie er alle diese Beweise sammelt und Archive anlegt. Er macht genau das Gegenteil von mir. Ich höre das alles, ich sammle die Informationen und mache daraus meinen Blick, den Metablick darauf und frage mich, was hat es mit uns zu tun? Ne? Ja, und dann natürlich Hajo Müller. Also das war dann natürlich wirklich ein Segen, als wir zusammengekommen sind. Und jetzt gibt es immer mehr. Ja, neue, die dazukommen. Und ich werde sie unten drunter geben, damit ihr sie auch entdecken könnt. Denn viele holen jetzt diejenigen ab, die neu dazugekommen sind. Ja, ich möchte euch also sagen, es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Auch wenn sie uns so, so viel hinstreuen, auf das wir uns stürzen könnten, wenn wir denn wollen. Es spult sich alles ab. Sehr langsam, aber dafür sehr effektiv. Und glaubt mir, ein satanisches System, das tausende von Jahren gebraucht hat, um sich zu etablieren, wird jetzt in wenigen Jahren schachmatt gesetzt und eliminiert. Das ist eine große, große Leistung. Da kommt es auf ein paar Tage nicht an. Ja, ich verabschiede mich mit ganz, ganz großem Dank an euch. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, wie ihr mich unterstützt. Das freut mich immens und auch die vielen Geschenke freuen mich sehr. Ich kann leider nicht auf alle eingehen. Es ist
einfach zu viel. Aber es freut mich sehr. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Ruhe und Einkehr und in der Mitte ruhen. Tschüss.